So, ich probiere das jetzt zuerst mal mit Verwandlung Wolf. Hey! Ich will die Säule. Ich kann die Säule nicht anvisieren, verdammt. Na gut, dann als Mole Rat. Vielleicht kann ich sie anknabbern. Mist, wie viel Mana? Wo kriege ich Mana? 25, 20. Ich glaube, ich habe 20 Mana. Dann nehme ich einfach mal das da. So, 4, 5. Mole Rat. Kann ich als Mole Rat die Säule anknabbern? Na, oh, komm schon. Ernsthaft? Okay, das geht auch nicht. Aber als Scavenger funktioniert es bestimmt, oder? Nein, auch nicht. Dann halt nicht. Vielleicht muss ich mit der Waffe von der anderen Seite dranhauen oder so. Das kann ja auch sein. Ich jetzt einfach nochmal, falls es erfolgreich lädt. Ja, sehr gut. Dann kann ich mir die Zauberrollen nämlich auch sparen. Die können bestimmt noch nützlich werden. Oh, komm schon. Ich sehe die Säule an. Mist. Okay, das klappt so nicht. Vielleicht kann ich sie ja nur deswegen anvisieren, außerhalb des Kampfes. Weil ich sie von außen drücken muss. Irgendwie. So, von hier vielleicht. Von hier? Von hier so? Na? Ach Mist! Was kann man denn mit der Säule machen? Ich versuch's aber hier rüber zu springen! Verdammt! So, neue Aufnahme, neues Glück. Das Internet, ja, ihr wisst schon, das Internet, hat gesagt, dass man die Säule wohl umwerfen kann. Yep. Aber... Das Problem seht ihr selber. Das geht halt nur in die andere Richtung. Und das ist aber wohl kein blöder Scherz, sondern das haben sich die Entwickler so gedacht. Die wollten wohl, dass man das umwerfen und rüberlaufen kann. Haben dann aber gemerkt, dass ihre Engine mit beweglichen Objekten, dass man durch bewegliche Objekte einfach durchlaufen kann. Das heißt, dass man würde einfach runterfallen, wenn man versucht, darüber zu gehen. Ansonsten bleibt halt effektiv nur... Naja, okay, ich könnte cheaten, zugegeben. Fände ich aber blöd, will ich nicht machen. Telekinese wird nicht klappen. Ich könnte mich in ein fliegendes Wesen verwandeln. Allerdings fehlt mir dazu gerade der Zauber. Was auch gehen könnte, habe ich mir überlegt, wäre vielleicht Akrobatik, um rüber zu springen. Aber die würde ich sowieso hier lernen. Gut, Gorn hat sich hier verabschiedet, von daher gehe ich jetzt einfach mal zurück zu den Wassermagiern. Und hey, guck mal, ich habe zwei neue Foki. Sei gegrüßt. Oder Fokusse. Für dich. Ich habe in der Trollschlucht einen Fokus gefunden. Yeah. Unglaublich! Nun haben wir schon insgesamt 4 Fokussteine. Nur noch ein einziger fehlt uns. Dann haben wir alle ursprünglichen Steine in unserem Besitz. Satu, du hast unserer Gemeinschaft schon jetzt sehr viel Ehre erwiesen. Finde den letzten Fokusstein und unsere Befreiung steht kurz bevor. Du hast die Teleport-Spruchrolle verbraucht, wie ich sehe. Hier. Nimm eine neue. Saturas, ich bin stolz Mögest auf dich. Mögest du in einem Stück zurückkehren? Du kannst bis 5 zählen. Und weil es so schön war, mich hier teleportieren zu können, hätte ich gerne die letzte Rolle, die ich mir gespart und damit verdient habe. Sei gegrüßt. Hätte ich gerne. Ich habe in der Klosterruine einen Fokus gefunden. Gorn, der Söldner, war dort und hat mich bei der Suche unterstützt. Fantastisch! Nun haben wir alle 5 Fokussteine in unserem Besitz. Deine Taten sind von unschätzbarem Wert für unser Lager. Sei dir meines ewigen Dankes gewiss. Gehe nun zu Riordian. Er wird dir einen Ausgleich für deine unermesslichen Mühen geben. Sprich auch mit Kronos, dem Hüter des Erzes. Auch er wird dir ein Geschenk unserer Gemeinschaft überreichen. Woher er das weiß, dass die anderen mir jetzt was schenken werden?
komisch. Kann nun die Sprengung des Erzhaufens beginnen. Wir haben jetzt alle Artefakte zusammen, die unser großes Vorhaben benötigt. Doch die Erschaffung der Barriere wurde von 12 Magiern durchgeführt. Um die gewaltigen Energien zu kontrollieren und in die richtigen Bahnen lenken zu können, sind wir Wassermagier nicht genug. Was machen wir dann? Mir ist bewusst, dass du schon sehr viel für unsere Gemeinschaft getan hast und wir stehen tief in deiner Schuld. Doch im Interesse aller Koloniebewohner muss ich dich noch um einen weiteren Gefallen bitten. Na, klasse. Was denn? Ein weiterer Gefallen? Ja. Begib dich ins alte Lager und versuche, einige der Feuermagier für unsere Sache zu gewinnen. Die Feuermagier? Warum sollten die Maden den Speck verlassen wollen? Ein Zusammenbruch der Barriere würde ihre Machtposition zunichte machen. Genau aus diesem Grunde musst du dich um diese schwierige Mission kümmern. Du kennst Leute aus allen Lagern der Kolonie. Erinnere die Feuermagier an die alten Zeiten, als wir noch gemeinsam die magischen Künste studierten. Super, da schickt er mich erst quer durch die ganze Kolonie, um seinen Laufburschen zu spielen. Und dann nimmt er das als Argument dafür, dass ich mich auskenne und die restliche Drecksarbeit bei der Gelegenheit auch noch erledigen kann. Danke, Saturas, ich mag dich. Nun gut, ich werde versuchen, die Feuermagier zu überreden. Aber ich kann nichts versprechen. Es scheint mir fast unmöglich. Du musst es versuchen. Wenn du keinen Erfolg hast, dann gibt es nur noch einen. Einen. Einen was? Vergiss das. Du musst Erfolg haben. Hier, nimm diese Zauberrune. Überbringe sie Koristo, dem obersten Feuermagier, als Zeichen unseres Vertrauens. Damit kann er sich jederzeit vorbei an allen Wachen mitten in diesen Raum teleportieren. Ich hoffe, das überzeugt unsere ehemaligen Freunde von unseren guten Absichten. Mögest du in einem Stück zurückkehren. Xaras. Xaras hatten wir letztes Mal schon gesehen. Oder vorletztes Mal? Ich glaube vorletztes Mal. In der... Moment, muss kurz schauen. In dem Brief... Ah, Wassermagier, so ein Flager. wie viel Mana habe ich denn noch? 5. Genau. Nein, Moment! Ich könnte die doch verkaufen, ich Idiot. Was mache ich denn hier? Genau, Xaras haben wir letztes Mal schon gesehen. In dem Brief für den obersten Feuermagier. Der ist... Sei gegrüßt! Dann wohl der letzte, der eine Magier. Bin ich bereit für den Kreis des Wassers? Ich sehe, du bist einer unserer Söldner geworden. Sehr gut, sehr gut. Alles Weitere wird sich mit der Zeit zeigen. Ah. Immer noch nicht. Hast du irgendwas für mich? Ich würde gerne den magischen Kreis erlernen. Hallo! Ja, komm, lass mal. Okay, Stufe 18. Vielleicht kriege ich ja jetzt immerhin die dicke Rüstung von Li. Ich glaube, Li ist Chinese. Wow, Bücher. Könnte ich lesen, aber ich traue mich irgendwie nicht, das Zeug zu nehmen von den Magiern. Ich fürchte, die denken dann, ich beklaue sie. Und das muss dann irgendwie doch nicht sein. Das gerade war zum Mana auffüllen. Ich habe nämlich nur 20 Mana und... naja... 20 Mana ist nicht so viel, aber 20 Mana haben ist besser als 20 Mana nicht haben. Gut, mit wem sollte ich sprechen? Ich sollte... Kronos und Riordian. Okay, wo war Riordian noch gleich? War Riordian unten bei dem Erz oder ist Riordian hier oben? Medarion? Saturas war der, bei dem ich gerade war, ne? Hier. Nee, auch der nicht. Nefarius war es auch nicht. Gut,
Moment, da war ich auch gerade, da ist keiner. Ah, wo sind die ganzen Magier hier? Das gibt's doch nicht. Sag mir nicht, der ist unten. Ist da einer? Ah, Riordian, sehr schön. Hey, altes Haus. Sei gegrüßt. Ich hab was für dich. Nee, warte mal, du hast was für mich. Saturas sagt, du hättest eine Belohnung für mich. Ah, komm näher, komm näher. Unser spiritueller Führer hat mir von deinen Heldentaten berichtet. Wir alle hier im Lager, ja, in der ganzen Kolonie sind dir zu großem Dank verpflichtet. Nimm dies als einen bescheidenen Ausgleich für all deine Mühen. 20 Gegenstände, was denn? Warte mal, das kann ich doch direkt gleich im Sei gegrüßt. Handelsfenster schauen, wenn ich schon dabei bin. Zeig mir deine Ware. Was ist das? Trank der Schnelligkeit, Trank der Geschwindigkeit. Ah, damit könnte ich auch versuchen, über die Schlucht zu kommen, zu der Truhe, zu der letzten. Was habe ich denn hier gekriegt? Waren das die Heiltränke? Oder Magietränke? Oh, wow. Diese Teile, die hebe ich mir auf, die geben dauerhaften Bonus zu Stärke und Geschicklichkeit. Und man kann Stärke und Geschicklichkeit nur bis zu einem gewissen Level trainieren. Erstmal abwarten. Fackeln werden es wohl nicht gewesen sein. Und deswegen will ich mir die Tränke aufheben, um letzten Endes meine Stärke und Geschicklichkeit noch höher trainieren zu können oder noch höher steigern zu können, als eigentlich vorgesehen. Was haben wir da? Trank der Geschwindigkeit. Achso. Okay, das heißt, der hat mir dann gerade wohl was gegeben. Achso, ja genau, diese Heiltränke, genau, gut. So, zu den Typen unten beim Ärzten muss ich jetzt zum Glück nicht laufen, den langen Gang runter. Sondern zu Choristo, über dem Erzhaufen. Aber jetzt möchte ich zuerst mal mit Lee sprechen. Ich habe schließlich 31... Hey, wo ist Lee? Oh Gott, sag ich, ich habe 31 Lee-Punkte. Nein, ich habe 31 Lernpunkte. Ich gerne bei Lee aus. Hallo. Würde für ein bisschen Stärke. Wo ist Lee? Wo finde ich Lee? Da vorne ist er. Nein. Wo ist Lee? Warum ist der weg? Was zur Hölle? Verdammt, Warlock? Okay, habt ihr vielleicht irgendwas Neues zu erzählen, so Kapitel 4 und so? Seid gegrüßt. Nee. Okay. Na gut, wenn ich dann schon mal hier bin, dann, wahrscheinlich hast du recht. Will ich doch mal schauen, was ich hier an Waffen finden Hallo. Kann. Hab ich Sumpfkraut dabei? Willst du besorgen? Nee, hab ich nicht. Okay. Gibt es Probleme im Lager? Was? Was tue ich denn da? Menü! Hallo. Gibt es Probleme hier im Lager? Junge, hier gibt es immer Probleme. Die Banditen machen, was sie wollen. Und wir Söldner sind damit beschäftigt, die Magier zu decken und die Verteidigung des Lagers aufrechtzuerhalten. Okay. Ich dachte jetzt eigentlich eher so an Lees Abwesenheit. Wolf hat Fernkampfwaffen. Ihr habt, glaube ich, nichts für mich, oder? Nee. Hier irgendwo war ein Händler. Das könnte auch der da oben sein, in dem ich gerade vorbeigelaufen bin. Butch war es nicht. Butch ist der Prügler. Ach so, ja, richtig. Da war gerade so eine Pfanne. Ich habe natürlich immer noch nicht mein Fleisch gebraten. Ich Depp. Hab's mal wieder vergessen. Sharky, du hast doch Zeug. Ich könnte ein paar Sachen gebrauchen. So, was hast du denn? Hast du Waffen? Zeig mal her. Flammenschutzring? Nö. Brauche ich nicht. So, was ich brauche ist viel Schaden. Und ich sehe gerade, es ist andersrum sortiert. Unten ist mehr Schaden. 45. Hier, guck mal, zwei Händer, 79 Schaden. Braucht 54 Stärke. Naja, nehme ich. Gerne. Immer her damit. Kriegst dafür meine ganzen... Moment, warte mal. Sekunde. Stopp. Die
beste Einhandwaffe würde ich gerne behalten, für alle Fälle. Um auch eine Einhandwaffe noch zu haben. Bolz. Nee, komm. Nee, Bolzen behalte ich erstmal. Was brauche ich denn nicht? Im Prinzip könnte ich ihm auch die ganzen Rüstungen geben, ne? Ich meine, wann, wenn nicht jetzt, werde ich so viel auf einmal gut los. Gut. Dann gebe ich ihm am besten noch von dem Kruschtier. Guck mal, Schattenläuferfell. Lackerklaue. Ah, das ist eine ungerade Zahl. Ach, Mist. Knockout? Jetzt ist es eine gerade Zahl. Ich würde gerne auf eine 0 runter. Wie komme ich auf eine 0 runter? Vielleicht damit? 2? Ah, da ist eine 0. Die letzte Ziffer ist jetzt eine 0. Sehr gut. Noch eine? Ah, noch 30. Wie kriege ich 30? 2 davon, ne? Jetzt fehlen 4. Komm, mach so. Achso, nein, warte mal. Ne, klappt nicht. Okay. Ich wusste gerade nicht, ob ich ablehnen oder zurück machen soll. Wird hier halbiert. So rum. Komm, das passt. Jetzt habe ich halt ein bisschen drauf. Ist mir doch egal. Dafür habe ich jetzt eine Waffe, die nicht 55, sondern 79 Schaden macht. Und das. Ja, keine Panik! Und das möchte ich meinen, ist doch. Ja, schon mal eine Verbesserung, ne? So, wen haben wir hier noch? Manche lernen eben gar nichts. Ich glaube, irgendwer von euch verkauft auch noch Zeug, oder? Genau, Buster, warst du das nicht? Ich kann dir die hohe Kunst der Körperbeherrschung zeigen. Akrobatik. Das könnte ich machen, aber ich bin mir nicht sicher, ob die wirklich so nützlich ist. Ich glaube, ich will lieber meine Stärke trainieren. Das ist wirklich nicht mein Problem. Für mit 10 Lernpunkten. Und um über den Abgrund zu kommen, besorge ich mir einfach ein, zwei Verwandlungsrollen. Keine Ahnung, Blutfliege oder sowas oder Harpier. Wobei, Harpier wird es wohl nicht geben. Blutfliege wird es wohl sein. Hey, Kronos! Hallo! Du hast doch was für mich, oder? Nachricht? Ich habe deine Nachricht überbracht. Ah, an Milton, stimmt. Ah, gut. Hier ist eine kleine Entschädigung für deine Mühen. Saturas sagte, du hättest eine Belohnung für mich. Als Hüter des Erzes möchte ich für deine großen Dienste für unser Lager einen kleinen Teil des Erzes in deine Hände geben. Ich hoffe, du hast eine ebenso sinnvolle Verwendung wie wir dafür. Na klar, danke. Ich möchte Schriften über Magie erwerben. Siehst du, ist doch eine sinnvolle Sache, oder? Und zwar hätte ich gerne... Da sind die Verwandlungsrollen. So, was haben wir hier? Wolf, Scavenger, Morad, Lurker, Crawler. Crawler? Ah, Minecrawler. Baran, Snapper, Fleischwanze, Blutfliege! Nur einmal? Warum nur einmal? Ne, da ist doch noch eine. So, sehr gut. Was hast du denn noch so? Ah, das braucht alles Magiekreise. Verdammt. Ich frage mich, ob ich mit diesen Büchern, zum Beispiel der erste Kreis der Magie, tatsächlich den ersten Kreis der Magie lernen kann. Und ich bin bereit, für ein bisschen Erz das einfach mal auszuprobieren. Ich meine, was habe ich schon zu verlieren, außer Erz, von dem ich eh viel zu viel habe. So, was kann ich denn da alles verkaufen? Komm, hier, Kochlöffel brauche ich nicht. Crawlerzank würde ich gerne aufheben und Sumpfkraut. Man weiß ja nie. Gut, dann mache ich erstmal die Flügel leer. Davon habe ich am wenigsten. Na, guck mal. Das passt doch genau. Wunderbar, vielen Dank. So, und jetzt. Kann ich da mal vorbei? Ja, dann geh halt vorbei. So, ich würde jetzt gerne den ersten Kreis der Magie lernen. Erster Kreis. Bla 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 bla. Das erste Geschenk. Eine hellstrahlende Kugel wird über den Magier erzeugt. Eispfeil, Feuerpfeil. Habe ich jetzt den ersten Kreis?
Nö, war ja klar. Ach Mist, das hat sich irgendwie gar nicht gelohnt. Na gut, dann werde ich wohl ins alte Lager gehen müssen, um die Unterstützung der Feuermagier zu holen. Aber wie gesagt, ich habe hier 30 Lernpunkte, davon würde ich gerne, sagen wir mal, 15 in Stärke investieren. Und wenn Lee schon nicht da ist, dann versuch's doch mal bei Lester. Laris. Der kann doch auch. Ich will mich verbessern. Mir Stärke beibringen. Wie viel? 15? Ja, 15, komm. Nein! Ich plus 1. Oh nein! 2. 3. 4. 5. So. Dann 16, Stärke 80. So gefällt mir das. Vielen Dank, Lester. Ich frage mich ernsthaft, wo ich Lee finde. Und er sie wieder rumtreibt. Aber jetzt ist diese Folge erstmal zu Ende. Weil schon wieder viel zu lang. Und beim nächsten Mal werde ich mich dann ins Sumpflager teleportieren und nochmal in die Truhe schauen, bevor ich dann in der Story weitermache. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin.